Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die doppelte Helden-PvP-Rule ist mal wieder drinne und ich finde diesen Modus einfach so lustig, dass du mehrere Helden gleichzeitig spielen kannst, vom gleichen Namen halt. In der Theorie viermal Meliodas, viermal Gothar, viermal Zeldris und ich finde es einfach nur funny. Und heute habe ich ein Team, wo wir nicht viermal den gleichen Charakter spielen, sondern eher zweimal, also einmal doppelten Meliodas und einmal doppelten Zeldris, weil ich denke, dass das halt wirklich ein sehr, sehr starkes Team sein könnte. Seine Passive funktioniert in der Bag und Zeldris ist einfach broken, er ist broken und er ist einfach dabei. Sagen wir einfach mal so, er ist einfach dabei, sagen wir mal so. Ich bin auch am überlegen, ihn vielleicht mit Traitor Melly zu tauschen, weil Traitor Melly ist natürlich auch geil, wenn die beiden hier Single Targets einsetzen für den Defense Buff. Können wir mal vielleicht in einem anderen Video machen oder sowas. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube die PP-Rule bleibt noch bis morgen. Ich habe aber nicht viel Zeit gehabt, die Woche zu spielen, deswegen muss ich das Video jetzt einfach heute machen und auch einige andere Videos muss ich heute noch produzieren, dass ich halt mehr Footage habe, um euch zu zeigen, wie geil dieser Modus ist. Nur mal für euch zur Info, wenn ihr viermal den gleichen Helden spielt, dann habt ihr eine Evasion, also einmal ausweichen. Wenn ihr so wie ich es jetzt spielt, dann habt ihr zwei Evasion, einmal weil ihr Meliodas habt, einen doppelten Helden und einmal weil ihr das älteste zweimal habt, den zweiten doppelten Helden. Wenn ihr dazu noch hier Evasion Food ist, dann habt ihr drei Evasion drauf und ist einfach richtig geil, ist einfach richtig geil. Dieses Team, wie gesagt, kann bestimmt sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe es tatsächlich auch gar nicht gespielt. Lass reingehen. Gucken wir mal, wie der Gegner auf unsere drei Evasions reagiert. Okay, Goddess, Meliodas, Team, I don't understand, okay, aber wir haben fast gegen sowas mal verloren, deswegen nicht unterschätzen, nicht unterschätzen. Wir werden am Anfang straight up das hier machen, straight up das hier machen und dann vielleicht auf den Finisher gehen. Das werden wir machen, ja. Da sehe ich mich schon, falls einfach Evasion hat, Evasion wegmachen. Ich habe nur Angst, dass er hinten noch einen Liz oder einen Meliodas hat. Aber wobei, das sieht man ja. Das sieht man eigentlich, dass er einen Evasion hat hier. Ich habe die ganzen Buffs, die seht ihr ja bei mir. Das ist alles Evasion. Erste Evasion, nice. Zweite Evasion, auch nice. Es ist sozusagen, als wenn wir First gehen würden. Aber wir bekommen extra noch ein Ult-Gadget dazu. Das ist halt richtig cool, das ist halt richtig cool. Gucken wir mal. Wen wollen wir denn direkt rausholen? Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf sie hier. Hat sie schon den Revive? Heiliges Relic, genau. Könnte ich eingesetzt werden? Ist dieser Debuff? Ich weiß nicht mehr genau, wie der Revive funktioniert, weil ich habe mich dann nie richtig informiert, außer als sie rauskam. Ich habe es aber schon vergessen. Deswegen machen wir mal einfach den hier. Machen wir einfach mal den hier. Und machen wir einfach mal den hier. Eigentlich natürlich müssten wir den Meliodas rausholen. Ich hoffe mal, dass Zeldis ihn rausholt. Zeldis hat nicht rausgeholt, alles klar. Zeldis hat auch nicht mal sie rausgeholt, alles klar. Ja gut, das war's für uns, weil er hat eine Level 3 und nochmal eine Level 3 für den Meliodas. Ich würde einfach mal ganz gediegen sagen, das war's, Digga. Dass Zeldis so wenig Damage macht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also in dem anderen Video mit Gelder und Dinger, mit wem haben wir noch gespielt? Ich habe keine Ahnung, mit wem wir es noch gespielt haben, hat es ein bisschen besser geklappt. Gut, aber da hatten wir ja so ein Full-Team und sowas. Natürlich, natürlich. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es sehr gefährlich wird. Das ist womöglich ein Bot, deswegen gewinnen wir es eigentlich trotzdem. Ist eine Level 2? Das ist eine Level 2, oder? Oh, der kommt aber sehr böse mit dem Level 2 Buff. Das kommt sehr böse, ja doch. Das kommt sehr böse. Haben wir nicht noch Ult-Gadget Removal jetzt bei dem anderen Zeldris? Haben wir nicht noch Ult-Gadget Removal? Haben wir aber absolut nicht bekommen. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist nicht so lecker tatsächlich. Vertraue ich darauf, dass Zelda schüttet oder vertraue ich darauf, dass Meliodas... Meliodas ist, glaube ich, ein garantierter Kill. Ich glaube, Meliodas ist ein garantierter Kill. Deswegen gehen wir auf Meliodas einfach. Da, die Liste ist mir scheißegal. Ich habe nur gar keinen Bock auf die Meliodas Ultimate. Nice. Ich habe jetzt die Ultimate für Meliodas. Er kann nichts machen eigentlich. Sollten wir gewonnen haben. Ja, er ist in der Bag. Haben wir gewonnen. Team funktioniert schon gut, aber doch kein Bot. Aber Zeldis hat einfach so wenig Damage gemacht. Okay, dann weiß ich, wie ich es einschätzen muss. Ich habe gerade auch noch bemerkt, dass ich leider einen falschen Link auf Zeldis habe. Auf Zeldis will ich eigentlich den Link haben, den ich auf dem Purgatory Melee habe.
Den, wie heißt der? Saarelin, genau. Habe ich leider auf Purgatory Melee, weil ich davon ein anderes Team ausprobiert habe. Hat nicht so gut geklappt mit dem Team. Jetzt habe ich Tamerlink auf Zeldris. Tamerlink sollte besser auf Purgatory Melee gehen. Ist ein bisschen schade. Muss ich nach dem Match auf jeden Fall machen. Ich habe es leider erst gesehen, gerade als es geladen hat, als ich ins Match schon reingekommen bin. Deswegen ein bisschen unfortunate. Bei dem Team müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die haben so große HP-Stats. Er ist nicht LRS genau, keine Frage. Aber trotzdem sehr, sehr frech. Sehr, sehr frech trotzdem. Ich glaube, wir gehen direkt auf ihn hier. Ich habe gar keinen Bock auf ihn. Wir werden ihn nicht töten, keine Frage. Wir werden ihn nicht töten. Da gibt es keinen Diskussionsbedarf. Aber. Wobei. Oh, okay, doch. Okay, krass. Aber wir mussten ihn direkt rausholen, weil er gibt auch immens HP-Buffs, die wir einfach dem Human-Team nicht überlassen wollen. Bei Humans müsst ihr halt immer aufpassen. Demons und sowas kann man sehr gut auch, habt ihr gesehen, was ich mache mit Meliodas AoE und sowas, sehr guten Damage machen gegen Demons. Und also mir, wenn jetzt der Meliodas eine AoE machen würde, und das ist auch eine Bonus- und Damage-Karte, wenn der Meliodas jetzt mir eine AoE machen würde, dann würde es auch Bonus- und Damage machen. Aber gegen Humans funktioniert es leider nicht so krass. Gegen Humans funktioniert es einfach nicht. Ihr seht es jetzt? Ihr habt es doch nicht gesehen, alles klar. My bad. Ich weiß nicht, warum hatte ich noch so viel Evasion drauf? Warum hatte ich noch so viel Evasion drauf? Das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Keine Ahnung. Das ist nicht so geil tatsächlich, aber. Das ist tatsächlich nicht so geil. Wir müssen alles dran setzen, dass wir jetzt auf jeden Fall den hier töten. Oh, hat noch gerade so geklappt, Digga. Oh, gar keinen Bock auf sein Ultimate. Sein Ultimate würde mich so hochnehmen. Heilige Flame, okay, alles klar. Gut. Der sollte eigentlich gewonnen sein. Ja, genau. Nice. Mit Vada Magie kannst du auch nichts mehr. Nur was ihr aufpassen müsst. Vada Magie AoE solltet ihr nicht einsetzen. Vada Magie AoE bitte nicht. Bis jetzt gefällt mir das Team sehr, sehr. Aber was schade finde, ich sehe keine anderen, die auch doppelte Helden spielen. Also, schon als ich die Teams ausprobiert habe, die wo ich vorhin erwähnt habe, wo ich, warum ich noch Saarelink auf ihn hatte, habe ich auch gegen keinen gespielt, der doppelte Helden spielt. Okay, er anscheinend schon natürlich, man sieht es ja, aber er hat auch zwei Evasions. Okay, er hat zwei Evasions, er spielt also in der Back noch Arthur. Okay, der ist jetzt auch einer. Der ist jetzt der erste sogar, das ist der erste. Ich habe es gar nicht gecheckt, weil Escanor und Ultimate Escanor sehen ja ein bisschen verschieden aus. Er hat auch zweimal Evasion drauf. Ob man natürlich auch noch Evasion Food drauf hat, das finden wir natürlich heraus. Meine einzigste Theorie, warum ich vorhin Evasion noch hatte, ist vielleicht, weil genau, weil die eine Single Target drauf gemacht haben. Die beiden haben ja noch Evasion. Das ist ja nicht wie Evasion Food. Das Evasion Food geht am Anfang schon weg. Das haben wir jetzt herausgefunden. Dann würde ich sagen, spammen wir einfach mal diese Karte. Diese Karte. Wobei, machen wir was anderes. Ult Rushen. Ah, wegen Zeldis. Okay. Da muss ich Meliodas Dinger geben. Da muss ich Meliodas Serrossa-Gebot geben. Naja, spammen wir die Karte, spammen wir die Karte. Machen wir trotzdem Fuse. Einfach, dass wir für später noch das haben. AoE machen wir sowieso. Ah, da hatten zwei Evasions. Irgendwie sah es aus wie eine. Nur, also, nee, zwei, okay. Man hat es gerade nicht gesehen irgendwie. Aber nur zwei Evasions, okay. Dass man Bescheid jetzt, dass man jetzt Bescheid weiß. Nur zwei Evasions. Gut, hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich natürlich auf jeden Fall nochmal eine AoE gemacht. Habe ich jetzt leider nicht gewusst. Ich habe jetzt gedacht, ey, da hat safe noch Evasion Food drin, aber anscheinend nicht. Wobei, weiß man ja nicht. Stimmt, bin ich lost, weiß ich ja nicht. Man sieht ja Evasion Food nicht. Es ist ein bisschen verwirrend, das ist ein bisschen verwirrend. Man sieht ja Evasion Food nicht. Natürlich, natürlich. Wahre Magie jetzt aber. Macht guten Damage. Hätte mehr sein können tatsächlich. Das müssen wir aufpassen, stirbst. Okay, nice, sehr nice. Warte mal, nicht warte Magie, wer ist diese? Okay, dunkle Energie brauchen wir noch eine. Okay. Wir wissen jetzt dann gleich, ob noch Evasion Food drauf ist, wenn wir diese Attacke machen. Dann machen wir einfach mal diese hier. Und machen einfach mal diese hier. Gucken wir mal. Hat er noch Evasion Food? Nee. Okay, schön. Hat keine Evasion Food mehr. Level 3 kann schon guten Damage machen, ist halt noch immer Human Team.
Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe tatsächlich gar nichts gesagt. Gut, es ist eine Level 3 von Melioras. Warum frage ich da mich irgendwas? Wir haben noch wahre Magie tatsächlich auf ihn, unser anderen Powerhouse. Dann müssen wir gucken. Ja, schöne AoE. Wir machen wahrscheinlich die Single Target einfach auf den hier. Sollte er auch komplett weggewiped sein. Ob ich dir ehrlich sage, könnte schon töten tatsächlich. Deswegen machen wir, glaube ich, eher so und so. Und dann den letzten. Gut, er greift mich zweimal an. Jetzt ist sowieso scheißegal. Alles klar. Was versuchst du hier eigentlich noch, Bro? Kann ich eigentlich aufgeben gehen? Kann ich eigentlich, so dumm, dass er mich angegriffen hat. Natürlich, er hat Evasion Food drauf noch. Also Evasion halt. Ich sag immer Evasion Food. Machen wir samt dem hier weg. Dann machen wir ganz gediegen den hier so weg. Dann machen wir den hier. Man sollte tot sein. Also, Eskenau ist ja schon jetzt tot. Er hat noch die Evasion Food. Und jetzt sollte er tot sein. Easy. Nice. Zwei Matches machen wir noch. Vielleicht wird es ja wieder was. Okay. Wir haben ein Sin-Team im Gegnerteam. Ein Sin-Team. Wir sind sogar First. Wir sind sogar First. Er hat direkt aufgegeben. Alles klar. Er hatte gar keinen Bock. Er hatte gar keinen Bock. Finde ich schade. Ich hätte gerne gegen dieses neue Sin-Team gespielt, weil ich habe gar kein PvP gespielt. Und den Golf habe ich bis jetzt nicht einmal gespielt. Finde ich tatsächlich schade. Trotzdem haben wir gewonnen. Den Win nehmen wir, den kostenlosen Win nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. Diese Brother-Combo mit Zeldris und Melioras ist schon echt strong. Vor diesem Team habe ich Angst. Vor diesem Team habe ich tatsächlich Angst. Ella Lost Vayne, Purgatory Melee, der neue Melee, ist halt echt strong. Nur was er vergessen hat, oder was er vielleicht nicht wusste, oder vielleicht auch das trotzdem gemacht hat, er hat nur einen Ausweichen drauf. Ich habe drei drauf. Ich habe drei drauf. Einzigste wirklich, was ehrenlos ist, dass er halt AUEs pushen kann. Okay, er pusht gar nicht AUEs. Sehr nice. Sehr nice. Er pusht gar nicht AUEs. Er hat noch einen Ausweichen. Ich habe noch. Er hat kein Ausweichen mehr, oder? Hat noch. Ne, der hat kein Ausweichen mehr. Alles klar. Er hat auf jeden Fall einen Ausweichen. Das müssen wir auf jeden Fall wegjeeten mit dem hier. Ob er noch ein zweites Ausweichen mit Ausweichenfut hat, das finden wir jetzt auf jeden Fall heraus. Gucken wir mal. Ausweichen, normal. Genau. Tatsächlich nicht. Okay, tatsächlich nicht. Schade, ich dachte, er tötet. Ich dachte, er tötet. Unfortunate. Kann man nichts machen. Schade. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Hoffnung gerade in Zeldris. Aber wenn Zeldris halt nicht mit Gelder oder sowas spielt oder mit Q-Stack in the Back, kannst du es eigentlich relativ vergessen. Hoffentlich wipet er mich nicht komplett weg jetzt. Macht kein Damage. Das ist, was ich euch gesagt habe. Melioras ohne sein Holy Relic ist keine gute Unit. Er holt jetzt zwar mal Melioras raus. Er ist auch mal mit Abstand mein stärkster Melioras in dem Team. Natürlich. Aber er ist keine starke Unit. Und jetzt, ihr seht, was habe ich hier? Wahre Magie. Was mache ich jetzt mit ihm wohl? Ich mache diesen hier. Dann mache ich diesen hier. Und dann mache ich... Mache ich diesen hier? Oder mache ich die AoE? Doch, das ist ja schon eine AoE. Stimmt. Dann mache ich diesen hier, um den Safe rauszuholen. Und dann mache ich noch diesen hier, um den Safe rauszuholen. Gut, ich habe die anderen zwar schon rausgeholt. Jetzt der andere. Der Grazie. Böse. Aber wahre Magie. Melioras hat ihn weggeheatet. In the back sollte wahrscheinlich Traitor Melee sein. Escanor. Für die extra CC. Understand. Okay. Er hat gesagt, wahrscheinlich Traitor Melee. Nee. Macht mir nicht so viel CC, benutze ich nicht. Kann man verstehen. Hättest aber lieber dann, so wie ich, zwei Zeldris noch dazu spielen sollen. Wir hätten auch einfach die Ult Gauge wegnehmen können mit den Zeldris, aber ich wollte direkt den anderen rausholen, weil, wenn wir es können, warum machen wir es nicht? So auf den. Genau, ja. Hieten wir einfach rein, brauchen wir sowieso nicht. Dann machen wir einfach den noch. Und dann hat er sowieso seine Flammen nur noch. Passiert eigentlich nichts mehr. Sollten wir gewonnen haben, ich würde einfach mal sagen, gehen wir zum nächsten Match. Er hat drei Flammen noch, das zeige ich euch nicht. Das haben wir ja easy gewonnen. Das letzte Match für heute. Ich calle, wir verscheißen es sogar. Müssen wir jetzt gucken. Vielleicht ja nicht. Okay, wir spielen gegen Human Team. Was eine Evasion drauf hat, also hat er einen Arthur in der Back, was ich ihm nicht verübeln kann. Der grüne Alpha ist wahrscheinlich hinten. Und grüne Alpha ist sehr gute Back-Unit für Humans. Deswegen
kann ich ihm nicht verübeln, nur dass wir Bescheid wissen. Was ich tatsächlich Angst habe, er hatte nur 198 KCC, dass er noch Evasion Food drauf hat. Nehme ich mal jetzt einfach an. Deswegen machen wir mal so den hier. Er wird wahrscheinlich schon Evasion Food drauf haben. Deswegen... Ja, machen wir einfach den hier. Scheiß drauf. Machen wir einfach den hier. Genau, also ein erfolgreich. Ja, er hat Evasion Food drauf. Ne, hat er nicht. Hä? Okay. Okay, okay, okay. Ich dachte, es geht schneller weg. Gut, gut, gut. Wir haben Evasion noch auf unserem Main Melee und auf unserem Zeldris. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Das ist unfortunate für dich, Bro. Das ist sehr unfortunate für dich. Okay, keine Ahnung warum. Macht anscheinend Bonus und Damage, alles klar. Oh, das wird Damage machen. Das hat mich auch getötet tatsächlich. Unfortunate, okay. Einer meiner Main-Damage-Dealer ist schon weg. Das ist nicht so geil. Aber wir wurden gerank-upt und das würde ich einfach mal sagen. Das war's. Wir haben wahre Magie und Demon King Power auf Demon King Valley. Das war's, Bro. Das war's. Schönes letztes Match auf jeden Fall. Gucken wir mal, was er noch machen kann. Ob wir ihn jetzt hier noch rausholen mit Meliodas oder ob er jetzt einfach überlebt. Level 3 ist schon böse. Er hat überlebt. Okay. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin sogar Fertigkeit blockt. Er hat einen Bann drin. Okay, Ragnarok-Bann. Das ist natürlich nicht so geil jetzt, weil das könnten wir noch verlieren, wenn der mich jetzt komplett one-shottet. Er geht auf ihn hier. Oh mein Gott. Das ist ein Bot. Das muss ein Bot sein. Er hätte mich schon hochnehmen können. Dann machen wir einfach mal die Ultimate. Und machen wir einfach mal so. Und wobei, machen wir die Ultimate. Ja doch, ich habe alles geklinzt. Den Tumblebuff habe ich auch geklinzt. Easy. Easy. Die PvP-Rule ist einfach geil, muss man einfach sagen. Ist wirklich funny. Und wir haben auch Back-to-Back jedes Match gewonnen. Das zeigt einfach mal, wie strong die Brüder sind, Zeldris und Meliodas, in einem Team. Ist einfach crazy.